Wenn ich einen Online-Kurs mache, dann muss ich mich auf Video zeigen und ich mag das nicht auf Video. Ich komme da überhaupt nicht gut rüber. Da schaue ich immer so schlimm aus. Kennst du das? Ja, also ich höre das öfter, aber vor allem ich war selber ganz genauso, aber richtig hochkant, hoch 10 war ich so. Ja. Ich habe so viel Angst vor Video gehabt, das kannst du gar nicht glauben. Es ist wirklich, heute glauben es mir die Leute nicht mehr, weil ich ständig Videos aufnehme. Aber es war ganz genauso, es war wirklich extra schlimm. Ich habe alles, was ich gesehen habe, einfach nur schrecklich gefunden. Und es war auch schrecklich. Also das Wenige, was übergeblieben ist, es war auch wirklich schrecklich. Ich war puterrot mit angeschwollenem alles. Ja, ich habe vergessen zu atmen. Ich habe, ja, also einfach, es war nur schrecklich. Es war wirklich nur schrecklich. Ja. Und ich habe trotzdem ein Online-Business aufgebaut. Und ich habe schon gute 20.000 Leute auf Udemy gehabt. Aber die haben mich nicht gesehen, weil ich habe nur ein Foto von mir am Anfang gezeigt, so da schaut's, so schaue ich aus. Und ansonsten habe ich meinen Bildschirm mit meinen Präsentationen gezeigt. Ja. Aber ich habe mir immer wieder gedacht, ich glaube, es wird schon helfen, wenn ich mich auf Video zeige. Und deswegen habe ich es immer wieder probiert und immer wieder schrecklich gefunden und immer wieder in den Mistkübel gehaut, ja. Also in den virtuellen. Ja. Und irgendwann war ich gerade beim Friseur für Weihnachten, das war der 24. Dezember, hat mein Sohn zu mir gesagt, so Mama, jetzt schaust gerade gut aus, jetzt machen wir das mit dem Video, komm. Und dann habe ich wirklich nur gesagt, hallo und herzlich willkommen im Kurs. Ich habe extra nicht gesagt, welcher, damit ich das für alle Kurse verwenden kann, ja, und noch irgendwo so ein, zwei Sätze. Und das ist irgendwie durchgegangen. Ich habe gesagt, ja, okay, das geht. Ist nicht extra super, aber es geht. Ja. Und das war dann lang mein einziges Video, das ich gezeigt habe. Ja, aber das war der Anfang. Und ja, das sieht man heute noch auf vielen Udemy-Kursen, ist das noch immer das Einleitungsvideo von mir. Ja. Und, aber von dort aus hat sich's nach und nach entwickelt. Und ja, es ist nicht gleich gut gewesen. Ne. Irgendwann einmal konnte ich dann auch lachen auf Video, weil das konnte ich ganz lange nicht. Und das hilft schon sehr, kann ich das sagen, wenn einfach mal so ein Lachen dann kommt, wenn man sich selber nicht mehr ganz so ernst nimmt, das hilft meistens ziemlich gut. Also ich kann ganz generell sagen, ich habe sehr viel über mich gelernt, indem ich mich damit auseinandergesetzt habe, ja, warum habe ich so viele Probleme, mich auf Video zu zeigen. Und eigentlich ist das ein reines Ego-Thema, ja, dass wir uns so sehr auf uns selber fokussieren und so viel über uns selber nachdenken und ob da nicht irgendwas nicht schön ist oder irgendeine Falte oder ein Wimmerl oder ein schiefer Zahn oder sonstiges. Und es ist viel schöner, sich darauf zu fokussieren, dass man zwar niemanden dort sieht, aber dass da ganz viele Leute sind, die dein Video anschauen. Und wenn du dich darauf fokussierst, für die von Nutzen zu sein und denen Mehrwert zu bringen und nicht mehr so drüber nachdenkst, wie du ausschaust, dann wird dir das erste Mal klar, dass du, wenn du selber Videos anschaust, auch nicht in erster Linie drauf schaust, wie die anderen ausschauen, sondern die Botschaft konsumierst. Also, man kann Online-Business ohne Video erfolgreich machen. Das habe ich höchstpersönlich sehr bewiesen. Aber wirklich ganz persönliche Ebene, ja, also es ist wirklich ganz persönlich mit den Leuten zu werden und eine so coole, so intensive Community zu haben, wie ich die jetzt habe, das ist halt auch erst gelungen, wo ich mich getraut habe, mich aus dem Fenster zu lehnen quasi, also mich zu zeigen, ja, mit allen Falten und Wimmern und schiefen Zähnen und sonstiges, die ich halt so habe und einfach über mich zu sprechen und über mein Wissen zu sprechen. Also trau dich und vor allem gib einfach nicht auf. Mach immer weiter, es wird besser. Und ja, du willst meine ersten Videos nicht wirklich sehen. Aber ja, wenn ich mir nur Videos von vor 2 oder 3 Jahren anschaue, denke ich mir, um Gottes Willen, das war aber jetzt nicht so. Ja. Aber damals war es das Beste, was ich geben konnte. Und damals war es auch schon gut. Und natürlich wird man besser mit der Zeit. Und vielleicht kann ich mir genau dieses Video in 2, 3 Jahren gar nicht anschauen und sagen, boah, da war ich aber noch schlecht. Ja. Also, du musst nicht, aber üb's einfach und es macht auch was mit dir und mit deiner Persönlichkeit, wenn du dich immer mehr traust, dich aus dem Fenster zu lehnen und dich zu zeigen. Es formt dich auf dem Weg zum echten Experten, zur echten Expertin. Das ist mein Tipp heute und wenn du jetzt gerade dabei bist, deinen ersten Online-Kurs zu erstellen, ja, dann habe ich da drunter jede Menge Informationen, wie du das mit mir machen kannst. Von klein bis groß gibt es lauter verschiedene Pakete. Und ich freue mich, wenn ich dich begleiten darf. Seit 10 Jahren begleite ich Leute und Online-Kurse sind meine große Leidenschaft. Und ich freue mich, wenn ich auch dich dabei unterstützen kann, dir ein Online-Kurs-Business aufzubauen. Wir sehen uns mit der nächsten Story morgen.